immer weiterkämpfen. Wir sind gleich da. Danach hast du erstmal Zeit zum Ausruhen. Komm! Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe heute die Aufgabe von Basti Wolter übernommen und bin gerade angekommen bei Team Camping. Mal. Prolog ist rum, war gemütlich, also war sehr gut zu fahren, echt gute Sicht, also viel Grip, weil es geregnet hat. Ich habe gerade vor 2 Minuten Ergebnisse angeschaut und ich glaube, ich habe es ein bisschen zu gemütlich angegangen, 55. knapp an der ersten Reihe vorbei, das heißt morgen nochmal am Kabel ziehen, aber wird schon werden, normal ist der zweite Tag eh mal schneller und jetzt weiß ich ja, was lang geht. Also, ich komme erstmal an. Ich nehme euch das ganze Wochenende mit. Kevin Gallas behind the scenes, Erzberg behind the scenes. Ich werde die Kamera so gut es geht mitnehmen. Bis später. So, what's popping party peoples? Wir sind jetzt hier oben ein paar Meter über dem Meeresspiegel. Am höchsten Punkt, wo man so im Auto hinkommt. Und hier hinter mir darf man eigentlich nicht reinlaufen, aber wir werden jetzt reinlaufen, denn wir müssen uns die Strecke des Red Bull Hair Scrambles dieses Jahr anschauen. Die Sicherheitsmaßnahmen wurden extrem verschärft, das heißt, überall sind Securities. Aber zusammen mit Paul und Vivi, meinen treuen Weggefährten des diesjährigen Red Bull Erzberg Rodeo, werden wir uns jetzt gekonnt an den Securities vorbeischleichen und uns die Strecke im Detail anschauen. Digga, das ist doch kein Hot Enduro, das sieht ja aus wie GCC. Sagst du mir, das wäre schwer. Wie ist dieses Jahr dein Motto? Mir ist eigentlich egal, ob du aus Finnland kommst oder nicht. Ich bin Finisher. Also wie man hier gut sehen kann, an den Spuren, dass hier vorher nicht trainiert wird. Wir haben jetzt gerade Freitagnachmittag. Überall hört man schöne Zweitaktgeräusche im Wald und anhand der Streckenbedingungen erkennt man auf jeden Fall, dass ein großer Wert auf ein gleiches ausgeglichenes Fahrerfeld gelegt wird und niemand vorher diese Strecke befahren darf. Das ist immer ganz wichtig beim Erzberg. Das ist seit Jahren so und daran hält sich einfach auch jeder. Das ist so glatt hier, das geht hier so bergrunter. Ohne Witz, hier meine Hand. Ich sehe aus wie ein Schwein. Und hier fahren die runter die Ohren. Aber das geht. Kevin ist schon ziemlich weit vorn. Er hat mal wieder Jagdwurst gegessen. Also ihr müsst euch vorstellen, man kommt von da. Vielleicht sieht man gerade, wie steil das ist, aber man müsste es eigentlich sehen. Und fährt hier runter. Bis darüber. Das da drüben ist die neue Sektion Motorex irgendwas Bachbett, ich weiß nicht mehr genau wie sie heißt. Motorex Highway, ja, ist aber kein Highway. Aber ja, also ich bin es gestern oder vorgestern abgelaufen, da war alles noch naturbelassen. Jetzt ist schon eine riesen Rille drin, also da sind schon wirklich viele Leute lang gefahren oder zumindest wenige Leute oft. Ich bin mal gespannt, das Bachbett an sich ist schwer, aber machbar auf jeden Fall. Aber oben geht es schräg, so Gras. Off-Camber, so Schräghang raus und das war echt schwer. Aber wenn die jetzt da ein paar Mal lang fahren, dann wird es sicherlich besser zu fahren. Wird auf jeden Fall wichtig sein, hier nicht zu verkacken, weil man kommt hier direkt aus dem Chaos Dinner, ist eigentlich leer von der Energie und dann hat man das und dann kommen noch 1, 2, 3 knackige Sachen, um ins Ziel zu kommen. Aber wichtig, der Knackpunkt vom Rennen ist auf jeden Fall Chaos Dinner. So, wir sind hier an der alten grünen Hölle, beziehungsweise immer noch grüne Hölle. Aber die Brücke, dieses ikonische Ding, wo man da unter der Brücke durchgefahren ist, gibt's nicht mehr. Das sieht jetzt so aus. Nicht so wie die Vivi, aber da ist einfach aufgeschüttet und das ist jetzt hier wirklich nur noch der obere Teil. Das heißt, hier war man normalerweise schon 50, 60, 70 Meter im Hang und jetzt hat man hier ja einen perfekten Anlauf. Ja, es ist schon steil, da ist eine Wurzel, man hat hier auch wenig Energie nur noch, ne? Das heißt, man kommt hier so an, sehr müde, aber das ist eigentlich so einmal kurz setzen und dann sollte das eigentlich schon passen. Ich denke nicht, dass man da großartig Hilfe brauchen wird oder so. Das hier die Zufahrt zu Karlsteiner dieses Jahr. Karlsteiner selber ist ein bisschen kürzer, ungefähr ein Viertel kürzer, würde ich mal sagen. Das hier ist eine neue Einfahrt, normal ging es immer da hinten rum. Und dann hoch ist hier so ein richtig rutschiger, loser Geröllhang. Ist auch noch nicht krass viel gefahren, natürlich ist schon wieder ein bisschen gebaut und so, sieht man. Aber viele Leute sind hier noch nicht lang gefahren und ich bin mal gespannt. Vivi und Paul haben beide Karlsteiner noch nicht gesehen. Und jetzt fehlen noch 20, 30 Meter Hang, die wir jetzt hochlaufen müssen.
Und dann filme ich mal die erste Reaktion. Weil Paul meinte gerade die ganze Zeit, so kleine Steine, weil wir halt so Zwischenpassagen gelaufen sind. Und jetzt sind wir noch nicht mal im Karlsdinner und das sieht jetzt noch nicht mega krass aus. Und Paul meinte schon so, was, hier geht's hoch. Jetzt guckst du mal da in die Steine und so geht das 3 Kilometer lang. Wie findest du das? Problem. Findest du? Ja. Findest du nicht so gut? Nee. Oh Himmel. Würdest du da jetzt nicht so gerne mal durchfahren, nee, oder was? Bist du jetzt mal von einem Streckenteil nicht so enttäuscht? Nee, hier bin ich nicht enttäuscht. Auch der Hang hier wird krass. Das wird richtig schwer hier. Also der Hang, den sie hier neu gebaut haben, Voskalsteiner, der wird heftig. Und wie fändest du jetzt, wenn du jetzt einfach so 3 Kilometer so durch so Steine fahren musst? Wo ist der Eingang? Hier, da über die Steine, über die kleinen da. Servus. Hallo. Die Strecke trainieren, oder was? Ja. Das erste Mal. Wie läuft's? Ja, geht ganz gut eigentlich. Geht ganz gut, ja, siehst du. Bist du zufrieden mit meiner Leistung? Ich bin zufrieden mit deiner Leistung. Du bist ja hier oben. Ja. Wenn du noch da unten wärst, ja, dann vielleicht nicht so. Ja, du musst ja morgen da drüben rauf. Richtig. Da bin ich noch nicht so ganz sicher, wie das funktionieren soll. Aber das werden wir, denke ich, mal noch herausfinden morgen. Zweiten Gang und ich sag ja immer, dritte Welle, abgefahrener Reifen und möglichst viel Wheelspin. Was sagst du? Ich dachte halt, das ist immer nur parallel, aber es geht nicht. Da geht's auch hoch. Das ist krank. Wie findest du die kleine Rille? Lass ihn den Lenker dran, Alter. Lass den Lenker dran, der Arme. Überleg mal, der müsste heimschieben jetzt. Genau das hier wird der Moment sein, wo Team Weberwerke bestehend aus Paul und mir hier zusammen den Afterburner zündet. Und da sehen wir auf dem Hinterweg sehen wir die ganzen Fahrer vor uns und die werden wir dann alle wieder überholen. Wir werden ja dieses Jahr in diesem Ding hier drin Bestzeit fahren. Das ist hier. Da, ich drücke mir, bevor ich da reinfahre, in jedes Auge ein Powergel und dann geht's richtig los. Oder? Ja, klar. Ich habe richtig Bock hier drauf. Ich habe einfach keinen Bock mehr, ey. Hey, das will ich nicht hören, wir machen jetzt weiter. Persönliches Ziel für Sonntag? Ziel. Platzierung? Ist mir egal. Aber so ein Wunschgedanke? Top 10 wäre geil, aber es ist sehr weit hergeholt. Es sind echt viele gute Jungs dabei. Aber Top 10 wäre mal cool. Alles andere nach Top 10 wäre mir eigentlich, also finde ich, spielt von der Platzierung keine Rolle. Also mir wäre es egal, ob 11. oder 41. wenn ich ins Ziel komme. Ja, Top 10 wäre cool, wenn es mehr sein soll als eine Zielankunft. Ja. Vorbereitung Erzberg. Bei wie viel Prozent würdest du sagen, bist du, wenn du sagst, du hast dich darauf vorbereitet? Wenn man eine maximale Vorbereitung nimmt, 35. Okay. Wiederhol mal deine Worte von gerade eben. Ich laufe nie wieder eine Strecke ab mit dir. Ich weiß gar nicht, was der hat. Ich mache das jetzt schon 3-4 Tage hintereinander, ne? Immer so ein bisschen. Wir sind jetzt noch nicht lange unterwegs, Leute, ne? Das sind jetzt so 2 Stunden, würde ich mal sagen, ab dem Punkt jetzt. Das heißt, das war ein kurzer Marsch. Wie findest du es so? Das erste Mal Karlsteiner gesehen und wie es dann so wirklich ist? Das ist schon nicht mehr ein Stein, das ist schon ein Stein. Okay, also wenn du jetzt hier durchfahren müsstest, dann würdest du dich auch konzentrieren müssen, sagst du. Kannst du nicht jetzt einfach so... Stunde wäre ich durch. Stunde? Ja. Optimistisch. Coole Mütze übrigens. Die gibt es auf der Weber-Seite zu kaufen. Ich würde mal sagen, dieses Schauspiel in der Natur nehmen wir als Anlass und übergeben wieder an den hübschesten Kameramann der Welt, Paul Krenz. Wie findest du eigentlich den Hut? Wir bräuchten mal Weberwerke-Hüte, oder? Ja. Okay. Leute, wenn ihr jetzt in die Kommentare schreibt, wir machen hier einen Kommentar rein, ob ihr Weberwerke-Hüte wollt. Und wenn ihr Weberwerke-Hüte wollt, dann machen wir Weberwerke-Hüte. Das habe ich jetzt einfach mal so entschieden. Da muss Andi dann halt mitziehen. Dann laufen wir nur noch mit Weberwerke-Hüte die Strecke ab. Karls einer Besichtigung 0,5 erledigt. Ja, wie war's? Filmt mal lieber euch, erzählt mal ein bisschen ihr was ja, davon. Paul, gib mal her, ich filme dich mal. Ohne zu hyperventilieren am Hang, da kam ja nur raus, wow, das ist das Größte, was ich je gesehen habe. Naja, also bevor wir zum Karlsdanner gekommen sind, haben wir uns die grüne Hölle angeguckt und so. Und ich hätte gesagt, ich hätte auf jeden Fall erstmal alles probiert. Normal, es gab früher so Tage, da sind wir im Wald gefahren und dann hat Kevin gesagt, probier das. Dann habe ich gesagt, nee. Hier hätte ich denn jetzt erstmal gesagt, ich probiere alles. Dann war ich gestern noch mit Mirko Steine fahren, mit Mirko Fabera. Und dachte, okay, Steinfeld kriegst du auch hin, aber das Steinfeld, das ist
Das, also ich glaube, das macht wirklich diesen Erzberg aus, habe ich eben schon zu Kevin gesagt, weil das ist ja krank. Also, oder Vivi, was sagst du dazu? Ja, das ist nichts mehr für einfach mal, ich fahre da einfach mal durch oder probier's mal, da musst du schon fahren können. Ja, und ich sag mal, das ist ja auch der Unterschied. Ich sag mal, so ein Rennen wie Romaniacs oder die anderen Rennen, die sind ja dafür eigentlich gemacht, dass Leute ins Ziel kommen. Klar, man kann es auch nicht schaffen, das ist immer eine Herausforderung, es scheiden immer Leute aus. Aber ich sag mal, ein hoher Prozentsatz der Leute, also ich sag mal die Hälfte oder sowas von jeder Klasse, kommt da eigentlich in der Regel an. Wenn es mal regnet, sind es weniger, wenn es super schönes Wetter ist, sind es mal mehr. Aber hier kommen ja, keine Ahnung, 1% der Leute an oder so. Ja, manchmal sind es halt unter 10, die nur ins Ziel kommen. Ich denke mal, dieses Jahr, ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, könnte ich mir vorstellen, dass es mehr Leute werden, weil die Streckenabschnitte im letzten Streckenteil sind relativ kurz alle und nicht mehr so krass schwer. Dieses Motorex River Ding könnte da interessant werden, das könnte schwer werden. Aber ja, auch Grüne Hölle ist halt jetzt nur noch ein Hang und das war davor einfach eine Tortur. Und ja, Karl Steiner ist halt so das Element in dem Rennen, was halt die Spreu vom Weizen trennt. Wir gehen jetzt essen. Kevin wird morgen auf jeden Fall nochmal in die Top 50 fahren. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Hoffentlich verbrenne ich mich nicht. Und morgen nehmen wir euch mit, denn wir machen einen Helikopterrundflug. Wollten wir eigentlich heute schon machen, aber schaffen wir nicht mal. Wir müssen jetzt essen gehen. Ja. Und morgen fliegen wir dann richtig mit dem Heli. Richtig hoch. Richtig. Oben. Hubschrauber. Also ich sage ja immer, the sky is the Himmel. So Leute, Prolog steht an. Ich habe mich extra so positioniert, dass ich hier direkt richtig gut filmen kann. Und auch viel filmen kann. Und jetzt müssen wir den Kevin richtig anfeuern, das ist klar, oder? Man muss richtig einzünden jetzt. Hier unten geht's dann lang. Das Panorama, ne? Ist das fett? Auf geht's, Digga! Zieh! Fresh aus dem Prolog, erzähl. Was soll man sagen? Hinterher fragt man sich immer, woran er die Lehen hat. Nee, ich glaube, ich war am ersten Tag echt ein bisschen zu verhalten. Normalerweise ist Tag 2 immer schneller. Und an Tag 1 habe ich immer so einen Safe Run gemacht. Tag 2 habe ich mich dann immer noch mal so ein bisschen verbessert, weil man halt die Strecke dann mehr kennt und so. Ich musste nie so richtig krass viel riskieren. Aber gestern bin ich schon so im Rückblick schon relativ sicher gefahren und auch noch ein paar Kacklinien. Die bin ich jetzt also im zweiten Run viel, viel besser gefahren, auch die ganzen Kurven viel besser getroffen, die ganzen offenen Kurven. Aber ich habe eben schon mal auf der Kamera nachgeschaut und ich glaube, es war 2-3 Sekunden langsamer. Ich schaue jetzt aber gleich nochmal im Laptop, vielleicht habe ich mich da verrechnet. Ich hoffe natürlich, dass es schneller war, aber ich glaube, es war langsamer. Heißt, wenn es langsamer war, auf jeden Fall zweite Reihe, was auch nicht unmöglich ist, ist nicht geil, aber ja, keine Ahnung, es sind schon ein paar ins Ziel gefahren von der zweiten Reihe. Also. Macht es halt einfach nur ein bisschen schwieriger, aber ja, muss ich mich halt ein bisschen durchs Feld kämpfen. Guten Start erwischen, ja, schauen wir mal. So Leute, wir sind jetzt hier am Heliport und haben uns eine Runde Heli-Rundflug rausgelassen und gucken uns das ganze Gelände hier mal von oben an. Schon eine Weile her, dass ich mal Heli geflogen bin. Ist auf jeden Fall richtig geil. Freu mich. Ihr fragt euch, was Kevin Gallas macht, wenn er nicht auf dem Motorrad sitzt. Er genießt. Was ist der Plan? Plan ist, Mopete fertig machen. Wir waren jetzt 4 Stunden am Baggersee und haben geschlafen. Anderes Hinterrad reinstecken, das habe ich daheim alles schon vormontiert. Kettenblatt tauschen, weil ich doch die gleiche Übersetzung fahre wie im Prolog. Also sind wir jetzt fertig? Sind wir fertig. Was machen wir jetzt? Minigolf spielen. Wie man sich halt so vorbereitet, oder? Ja. Yeah.
weiß nicht, ob man sehen kann, da kommt Kevin. Auf geht's, Kevin, komm! Hey, komm! Komm! Hey, hey! Platz 17! Also Leute, ihr habt gesehen, wie schnell es geht. Kevin ist runtergekommen, ist auf Platz 17, jetzt tauscht mal die Kamera. Deswegen musste ich ganz schnell die Kamera wegpacken. Weil wir wollen ja auch gutes Onboard-Material für euch erzeugen. Timo hat die Wechselkamera da. Timo ist leider schon vorbei, weil der so hat keinen Bock mehr zu warten. Ich gucke jetzt, dass ich Kevin hier einfange und dann gehen wir zusammen mit ihm durch Karl Steiner. Ach geil, ich bin aufgeregt. Wo ist er denn? Auf geht's, komm! So, das wird jetzt richtig interessant, aber der macht das schon. Oh, komm! Jetzt umsetzen wir heute. Wie lange geht Karl Steiner ungefähr? Er hätte eine Stunde gebraucht. Er hätte eine Stunde. Und jetzt so, Mädels. Wir machen immer Pause, gell? Ja. Alle 5 Kanäle. Durchzulaufen. Kann ich euch sagen, Alter. Tut mir leid, wenn es immer mal unscharf ist, aber ich laufe hier übelst durch die Steine. Und auf geht's, komm, volle Kontrolle. Sehr gut. Noch ein Stück, dann machen wir Trinkpause. Noch ein Stück, komm. Jawohl. Trinkpause, komm. Du bist jetzt auf 17. Ha? Du bist jetzt auf 17. Ja, ja, Trinkpause ist gut, warte. Warte. Jetzt kannst du mal Handbuch in den Nacken machen. Mach ich. Pass auf, ich werf's dir zu. Handtuch. Hast du Wasser mal über den Kopf? Nein. Okay. Dann gehen wir weiter. Komm! Dranbleiben jetzt! Schön dranbleiben! Okay.
Wir bleiben schön im Moor drin, komm! Gut, bis wohin machen wir jetzt die nächste Trinkpause? Hinten. Ganz hinten. Willst du jetzt durchfahren bis hinter? Ich mach mal so wieder kurz, aber trinken passt, denke ich. Düpp, 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 düpp. Komm, schön motiviert bleiben, Dicker. Das ziehen wir jetzt hier durch. Schau, bis hier am Start aus. Come on, Graham, komm! Jawohl, und immer motiviert bleiben, komm! Erster Hammer gleich, komm! Jawohl! Wir machen schön weiter jetzt. Wir trinken hinten, machen wir eine kleine Pause. Bis hinter fahren wir noch, komm. Du holst dir doch den Checkpoint 21. Komm, du hast noch so viel Zeit. Und dann fahren wir zusammen vorne. Komm. Jawohl, komm. Und jetzt hol dir den scheiß Checkpoint. Komm. Komm, jetzt holen wir. Und jetzt können wir eine Pause machen. Geht schon weiter. Willst du kurze Pause machen hier? Oder noch ein Stück fahren? Schatten, Alter. Was? Kann ich mal bitte kurz hinstellen und ich setze mich kurz in Schatten? Ja, komm. David ist links gefahren. Links. Fahr die Karre da an den Stein da unten und chill kurz. Ich bin von der Erste aus der zweiten Reihe. Hey, das ist sehr gut, du bist der Erste von der zweiten Reihe, ja? Ja. Der Hochstand der Erste. Na, kannst du wenigstens ein paar Schlucke nehmen? Habe ich versucht. Warte, dann kriegst du die andere. Was brauchst du, Wasser? Nee. Ich hab noch eine ganze. So, warte. Hey! Hey! Ja? Wurde. Hier oder hier? Nimm noch von diesem Zeug hier. Das kriegen wir jetzt leer. Und dann holen wir jetzt die Scheiße, komm. Wir bleiben schön motiviert, Alter. Da kannst du schön durchfahren, ja? Ja, ja. Jawohl! Komm! Das nächste Mal weg, das ist jetzt richtig viel Kaffee nochmal. Gib ihm gleich Wasser hinterher. Da kann ich kommen. Ja, ist okay. Ja. Warte. Nicht? Sieht sehr gut aus. Können wir das wegnehmen kurz? Ja. Und von außen einfach ein bisschen filmen? Ja. Ja. Oh. Ich nehme das Ding. Mein Nacken tut so weh. Oh. Schön flüssig bleiben, komm, viel ist nicht mehr. Du bist so schnell, das ist der Wahnsinn. Ohne Witz. Komm, wir schaffen das. Komm, das letzte Stück schaffen wir jetzt noch. Versuch die Scheiße zu saufen, auch wenn es eklig ist. Oh.
Komm, jetzt ziehen wir weiter durch. Immer weiter kämpfen. Wir sind gleich da. Danach hast du erstmal Zeit zum Ausruhen. Komm. Wir ziehen das jetzt noch durch. Komm. Hey, Vivi, wir gehen zusammen dann zu diesem Ding. Ja, Digga. Warte, ich zieh noch mal kurz Helm an. Ja. Die Insta unbedingt weiterlaufen lassen. Wir haben es gleich. Das ist das Video. Komm. Ich hab nur gerade ausgemacht, weil ich da jetzt nicht so Dusch gerannt bin. Oh. Wir kommen dann zusammen zum Motorex Hill und dann fahren wir da noch hoch. Da kommt keiner hoch, haben die eben schon gesagt. Echt? Ja, ich hätte viele Anläufe gebraucht. Da muss ich Ben gegenseitig helfen. So. Geht das an? Nee, schade. Ich will mal die Kamera wieder ran. Dann gebe ich dir jetzt die wieder, ja? Ey, ich kann den Bogen sehen, komm! Hier ist erstmal Schillimilli gleich. Hier ist Schillimilli, ihr könnt das mal rollen, komm! Nacken. Ich habe einfach keinen Bock mehr, ey. Hey, das will ich nicht hören. Wir machen jetzt weiter. Schau mal, geht ihr mal weiter. Boah. David. Thanks, man. Hey, du bist wirklich gleich raus. Du bist so unfassbar schnell in den ganzen Sachen. Das ist Hammer. Das ist krass, oder? Ja, es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Wir haben noch Süßzeug, glaube ich. Aber wir kriegen da vorne eh Wasser von irgendjemandem. So, jetzt Helm auf. Und das letzte Stück fahren wir jetzt. Komm. Nee. Ich habe null Gleichgewichtssinn mehr, Paul. Wir schaffen das aber. Komm. Ey, da vorne ist die Scheiße. Das machen wir jetzt noch. Willst du dich mal hinsetzen, oder? Das war eben richtig geil. Der nächste Checkpoint ist Motorrad-Finding. Hier danach kam ja nichts mehr Schweres. Ah, dann ist da unten noch einmal, da ist noch mal eine ganze Linie Kalkstein. Noch mal so ein ganzes Ding. Boah. Na, pass auf, wir fahren bis dahin. Ich hab noch eine halbe Stunde, ich weiß nicht, ob ich das packe. Hier, komm, pass auf, wir fahren bis da vorne hin und dann machen wir 5 Minuten Pause und dann gucken wir. Aber jetzt bis da vorne fahren wir jetzt erstmal. Also in dem Tempo, wo du gerade fährst, schaffst du das in 10 Minuten. Komm. Wir machen. Muss ich da links hoch oder unten? Unten, ich glaube, die haben hier unten dann, weil die haben das Band da, glaube ich, kaputt gemacht. Also hier. Pass auf, wir können ja immer so, wie wir es anfangs machen, immer 50 Meter kurze Pause. 50 Meter kurze Pause, aber dass wir jetzt weitermachen. Komm. Los.
Und im Flow bleiben. Können wir den noch da unten irgendwie anfeuern? So, Kevin ist durch. Ihr habt gesehen, wie unmotiviert er ist, aber scheißegal, der zieht weiterhin durch. Da ist er! Letzter Finisher. Hey. Matt ist ins Ziel gekommen. Letzter Finisher. Der ist eben hingefahren, hat einen Burnout gemacht am Werks-LKW, hat seine Karre hingeschmissen, Helm genommen, weggeschmissen. I'm gonna talk to Andy now, I'm gonna get a contract. Ich bin so weggelaufen. Das ist so geil, ey. Digga, erzähl mal jetzt hier. Ja, ich habe schon hier ein bisschen Outro gemacht vorhin in Carl Steiner, aber ja, war extrem schwer, wie gesagt, nur 8 Leute im Ziel, auch dieses Motorex Highway, haben die gesagt, das war fast unfahrbar, auch die letzten, die da lang gekommen sind, also Matt und Wade, die sind da kaum noch lang gekommen, also das war, die anderen kamen da dann einfach nicht mehr hoch. Ja, extrem hart dieses Jahr. Ich hatte einen super Start, ey. Ich war Zweiter am Start, hab dann den Ersten im Wald überholt, komplett frei, ich hatte harte Arme wie die Sau, bin echt gut gefahren, habe an den ganzen schwierigen Sachen keinen Fehler gemacht, also kaum einen Fehler gemacht. Eine Auffahrt musste ich wieder runter, weil da auf einmal mittendrin war so eine 2 Meter Stufe und richtig, richtig, richtig gut gefahren, echt. Also auch im Carl Steiner immer wieder so Sachen, so geil gefahren, es war halt einfach nur irgendwann von der Energie schwierig, aber alle um mich rum, wir hatten so einen Stau zwischendrin, da waren 2 so Steinauffahrten, wo wir ewig stehen mussten, das sieht man ja eher nachher auf der Kamera, aber ich habe es halt zwischendrin mal ausgemacht. Ja, und aber also vom Fahrerischen her, Bike-Setup, Moose, Fahrwerk, unfassbar gut getroffen. Also dafür, dass ich mich ja null darauf, also ich war jetzt nicht testen oder so extra, sondern ich habe halt einfach mal das gemacht, was ich dachte, was richtig ist. Ich sag mal, die Erfahrung zahlt sich so langsam aus, also so 5-6 Jahre das hier schon zu machen, merkt man auf jeden Fall. Ein bisschen Fitness würde auf jeden Fall nicht schaden. Aber ich denke mal, so aus der Kalten raus war das mal gar nicht so schlecht. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert unbedingt den Weberwerke-Kanal. Und wenn ihr mehr Bock auf gemeinsame Action habt. Wenn ihr die Combo Paul und Kevin feiert und Vivi. Und Vivi. Und Vivi. Dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Vielen Dank auf jeden Fall dir, dass du extra hier runtergefahren bist. Danke an Weber, dass ihr das Ganze supportet. Und danke an euch fürs Zuschauen. Und eventuell bis zum nächsten Vlog, oder? Bis zum nächsten Video.